Ja, grüße Sie, Herr Sommerhoff. Wir sind jetzt hier in der REWA im Ausbildungszentrum in Attendorn. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Ja, zu meiner Person. Ich bin dann Andreas Sommerhoff, bin hier der Ausbildungsleiter hier in diesem Ausbildungszentrum, wo wir uns ja zurzeit befinden. Eigentlich sind wir ein Maschinenbauunternehmen, also ein hochkomplexes Maschinenbauunternehmen im Bereich der Roboterfügetechnik oder der Schweißfügetechnik. Und ja, haben dann dementsprechend aber auch, ich glaube, das ist eine Einzelstellung hier deutschlandweit, ein eigenes Ausbildungszentrum, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo wir uns gerade befinden. Unser Hauptaufgabengebiet ist die Roboterfügetechnik. Das heißt, wir sind im Automobilbereich unterwegs, im Karosseriebau, im Unterbodenbau. Da ist eigentlich unser Haupteinnahmegebiet, wenn man es mal so umschreiben kann. Dann sind wir im Bereich der automatisierten Zerspanung unterwegs, das heißt mit dem Kunden, wo wir dann eine Lösung uns entwickeln und aussuchen, wo diese Automatisierung oder diese Zerspanung automatisiert wird halt, sprich die Zuführung von Robotern dann auch nutzen. Wir haben eine Lohnzersparnung, wo wir letztendlich auch für extern und für intern dann auch auf Großmaschinen unten dann halt Fräsbearbeitung durchführen können. Aber Entstehungsgeschichte ist dann halt hier das Ausbildungszentrum. Wir stehen seit 1928 hier vor Ort. Da hat das Ganze dann begonnen. Insofern, dass die umliegende Industrie sich überlegt hat, wie Facharbeiter qualifiziert und ausgebildet werden wollen und sollen. Ja, und so hat sich das Ganze jetzt über die über 90 Jahre so weiterentwickelt, dass wir aus diesem Ausbildungszentrum von früher oder dieser Lernwerkstatt von früher ein hochmodernes Ausbildungszentrum haben, wo wir ja in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert haben, um uns letztendlich auch top für die Zukunft aufstellen zu können. Wie ist die Situation denn vorher gewesen, beziehungsweise im Moment befinden Sie sich ja in einem Umbau dieses genau. Ausbildungszentrums. Ja. Was hat den Auslöser gegeben, dass Sie es überhaupt geändert, dass Änderungen stattgefunden haben? Ja. Also erstmal die Entwicklung natürlich auch auf dem Markt. Es ist so, dass unsere Kunden, die Ansprüche, die sind immer höher geworden. Für uns war es letztendlich auch wichtig, uns da neu aufzustellen und haben dann auch Gott sei Dank über viele Fördertöpfe auch hier investieren können. Und was wir dann auch getan haben in allen Fachbereichen, also wir sind hier mit im Bereich der Elektrowerkstatt, also man kann es umschreiben, im gewerblich-technischen Bereich unterwegs, was die komplette Metall- und Elektroindustrie betrifft. Das ist das, was wir hier ausbilden. Und wir sind hier mit 15 Ausbildern unterwegs und im Tagesdurchschnitt haben wir immer so 120 bis 150 je nach Schultagen auszubilden hier vor Ort. Und wir mussten uns letztendlich auch neu aufstellen, insofern, dass der Bedarf des Kunden auch immer mehr wuchs. Und ja, bedingt dadurch haben wir dann auch, so wie wir es jetzt gerade hier sehen, in der Grundausbildung auch investiert, dass wir da in Zukunft dann auch mehr die Team- und Gruppenarbeit fördern wollen. Auch das Arbeiten mit digitalen Medien ganz im Vordergrund steht. Ja, und daher haben wir uns zum Beispiel dann auch hier für diese Art der Bearbeitung oder ja, der Arbeitsplätze entschieden. Was war Ihnen jetzt ganz besonders konkret, wenn wir mal auf die Arbeitsplätze eingehen, also sprich man sieht die Bildschirmprofile, ja. Die Itemprofile, die Beleuchtung, was waren da die maßgebenden Themen für Sie, für den Entscheidungsprozess? Also grundsätzlich war es ja erstmal die Findung einer neuen Arbeitsumgebung. Diese reinen Werkbänke, da wollten wir von weg, wir wollten mehr in die Teamarbeit. Und haben dann auch festgestellt oder haben dann mit dem Zulieferer dann diese Werkbänke, die wir hier stehen hatten, dann auch uns ausgesucht, das Ganze mit Energieeinheiten, mit so einem Itemprofil dann auch versehen. Und stellten dann auf einmal fest, ja, jetzt haben wir alles schön umgebaut und aufgebaut, jetzt fehlt es an der Beleuchtung, an einer vernünftigen Beleuchtung. Und wenn man sieht, wir haben teilweise noch alte Neonbeleuchtungen früher gehabt oder haben wir zum Teil auch noch. Und das war nicht mehr ausreichend. Natürlich hat es den Vorteil bei einer LED-Beleuchtung, dass man irgendwann mal effizient, also sprich, dass man Kosten spart auf die Zeit. Aber uns war es erstmal viel wichtiger, dass die Arbeitsplätze vernünftig ausgeleuchtet sind.
Wir haben teilweise durch die alte Neonbeleuchtung Arbeitsplätze gehabt, wo die Beleuchtung im Rücken war, die Auszubildenden überhaupt gar nicht vernünftig ihre Bauteile fertigen konnten. Also bedingt durch diese neue Beleuchtung, die wir uns überlegen mussten, sind wir dann auf die Firma Evolumo gestoßen und haben da auch Kontakt mit aufgenommen mit dieser Firma und dann bezüglich auch mit dem Herrn Maiworm, der uns dann da auch beraten hat und wie wir das am besten hier machen konnten. Wir haben Musterteile bekommen, die wir dann letztendlich auch aufgebaut haben und uns mal eben orientieren konnten. Diese Musterteile kamen von der Firma LAS Beleuchtungssysteme, die dann letztendlich dann auch mal für eine gewisse Zeit hier aufgebaut werden mussten und auch konnten, damit wir überhaupt das mal sehen können, was können wir machen. Und durch diese ITEM-Profile und durch diese Verbindungen, die wir geschaffen haben, haben wir die Beleuchtung nicht mehr im Rücken des Auszubildenden, sondern wir haben die Beleuchtung jetzt direkt von vorne. Und so ein Sechsecktisch ist mit zwei Elementen oben komplett und super ausgeleuchtet, dass wir dann letztendlich auch gesagt haben, das ist was für uns, das ist das, wo wir mit arbeiten wollen. Und letztendlich in Zukunft dann alle Arbeitsplätze damit ausstatten wollten. Und jetzt sind wir gerade dabei, dieses dann zu tun. Wie sieht die Energiebilanz, wenn man das vergleicht, alt gegen neu, etwa aus? Haben Sie da Erfahrungswerte schon? Also laut den Gesprächen mit dem Herrn Rauterkus bei uns im Haus ist es dann halt so, dass wir vorher eine Energieverbrauch haben von 7 kW, was sich jetzt runtergebrochen hat auf 2 kW. Das ist natürlich ein sehr hoher Prozentanteil von 60-70%, die wir letztendlich da jetzt auch an Energie einsparen, was natürlich ein sehr guter Nebeneffekt ist in diesem Bereich, was die Geschäftsführung freut. Wie sind die neuen Arbeitsplätze insgesamt angenommen worden? Also die Annahme der Arbeitsplätze war erstmal sehr positiv. Insofern, dass wir ja schon beim Aufbau gemerkt haben und dass der Aufbau passierte mit unseren eigenen Elektroniker-Azubis, die da schon gemerkt haben, dass das eine ganz andere Beleuchtung ist, dass die Arbeitsplätze viel besser ausgeleuchtet sind, dass man eigentlich auch angenehmer arbeiten kann. Der Vorteil ist natürlich auch bei dieser Beleuchtung, dass man da noch Lichtstufen einstellen kann, dass wir für uns eine Lichtstufe jetzt ausgewählt haben, die dann auch für die Auszubildenden das Beste ist. Es darf nicht zu grell sein, darf nicht blenden. Und das sind so viele Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass wir uns jetzt über diese Leuchtstufe oder diese Stufe dann geeinigt haben, auch mit den Ausbildern natürlich, die dann auch dazugehören und die Auszubildenden, die ja seit dem 1. September hier das Vergnügen haben, mitarbeiten zu können, sind alle positiv, also die Feedbacks sind alle positiv. Die Arbeitsplätze sind viel besser ausgeleuchtet, man sieht mehr, was man tut und man hat das Licht nicht immer im Rücken, so wie es mal früher war. Wie ist jetzt, Herr Sommerhoff, der weitere Ablauf bei Ihnen geplant? Ich sehe hinten, im Hintergrund sehen wir ja, dass Bereiche noch nicht umgerüstet sind und unten befinden sich auch noch Ausbildungsräumlichkeiten. Genau. Also wir haben jetzt hier oben in diesem, wir nennen es mal Bauabschnitt 1, haben wir jetzt 50% der Arbeitsplätze neu ausgeleuchtet. Wir werden jetzt in naher Zukunft auch den zweiten Bereich dann umbauen, insofern, dass die Altbeleuchtung abgebaut wird und die neuen LED-Beleuchtungen angebracht werden. Wenn alles gut läuft, dann haben wir es bis vielleicht sogar Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres schon mal soweit die Planungen stehen, vielleicht auch schon die ersten Schritte, dass wir die ersten Beleuchtungskörper auch wieder aufhängen können. Und der dritte Abschnitt wäre unten die Maschinenwerkstatt, wo wir dort letztendlich auch, weil da auch eine sehr, sehr schlechte Beleuchtung ist im Moment, dort werden wir dann ab nächstem Jahr irgendwann im Frühjahr aktiv werden und dort auch die komplette Beleuchtung für 20 Maschinen, die wir unten stehen haben, umrüsten.